Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns heute mal wieder im Bikepark OE versammelt. Und ich glaube, hier laufen wilde Thomas irgendwo rum. Aber vielleicht entdecken wir später noch ein paar. Ja, wir testen heute das Kenevo mal im Bikepark, weil ich bin ja damit noch nie richtig gesprungen und bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze anfühlen wird. Wir nehmen euch mit. Viel Spaß beim Video. Jetzt bin ich aber gespannt. Ah, Single Speed. Ist gar nicht schalten. Okay. Das ist ein bisschen bekloppt. Aber der Thomas schon nicht bei allen in die Landung kommt, dann weißt du, wie schwer das für Manus wäre. Aber probieren können wir ja mal, ne? Ja klar. Das ging gut, ja. Es ist, wenn man so markenverliebt ist. Hauptsache teuer. Cute. Yeah. Da muss ich wieder rausschneiden aus dem Video. Was? Dass du aus der Kurve springst. Ja, Kontrolle verloren. Tut mir leid. Du bist nicht hoch. Ja, ich weiß, weil ich den Thomas hinterher gefahren bin. Thank you.
der kam ein bisschen anders als erwartet. Aber ist cool, oder? Ja, ist cool. Jo Leute, was geht ab? Wir sind wieder zurück zu Hause. Ich habe nur ganz kurz hier noch das Fahrrad kurz frisch gemacht und abgespritzt, abgespült, damit es nicht ganz so schlimm aussah. Kurzes Feedback für euch, ich mache mal kurz hier aus. Wie es denn war im Bikepark mit dem Kinevo SL, wo es ja eigentlich gar nicht hin darf. Aber abgesehen davon, dass das Fahrrad ja keine Parkzulassung hat, wollte ich es halt unbedingt trotzdem mal probieren. Und warum wollte ich es probieren? Aus einem ganz, ganz einfachen Grund eigentlich. Und zwar ist mir wichtig, dass wenn ich das Norco mal in Reparatur habe, dass ich ein Fahrrad habe, womit ich trotzdem auch gut im Park zurechtkomme, dass ich nicht dann komplett auf den Park verzichten müsste. Und das war mega gut. Also wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich kam mega gut zurecht und mit dem neuen, steileren Shape in Olpe tue ich mich ja auch noch so ein bisschen schwieriger. Allerdings habe ich mich da auch super schnell drauf einstellen können wieder. Ähnlich wie mit dem Norco zum Beispiel. Ich finde allgemein, dass das Fahrrad sehr, sehr nah am Norco irgendwie dran ist, vom Feeling her. Es fühlt sich nicht an wie 29 Zoll, was ich sehr, 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 sehr gut finde. Und trotzdem, ja, gibt es auch die Vorteile vom 29 Zoll Laufrad, ne? Also alles in allem bin ich sehr happy nach dem Tag jetzt. Ich weiß, dass das Fahrrad eigentlich alles mitmacht, was ich so machen möchte. Ein großes Manko gibt es natürlich, und zwar den schwächeren Motor, der, wenn ich alleine fahre, mir total egal ist. Allerdings, wenn ich die Michi noch shuttle, dann ist das so eine Sache. Also dann ist das wirklich nicht ganz so einfach. Allerdings, wenn wir demnächst mal irgendwann auf ein zweites E-Mountainbike upgraden sollten, dann ist das Ganze kein Thema mehr. Und ich glaube, die Michi tendiert auch eher so zu so einem E-Lite-MTB. Und da werden wir mit Sicherheit, wenn alles gut geht, dieses Jahr irgendwann upgraden. Und das ist auch gut so, weil ich freue mich einfach dann, dass wir beide schnell bergauf sind und trotzdem Spaß bergab haben mit einem leichteren Fahrrad. Ich muss allerdings sagen, allein jetzt so im Park fand ich auch das Focus immer super. Das hat mir auch da im Bikepark ja mega viel Spaß gemacht und hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Allerdings auf technischen Trails ist einfach, finde ich, dass das Lite EMTB für mich persönlich, jetzt wirklich nur für mich persönlich, die bessere Wahl. Und bin einfach happy damit. Ich freue mich auf jeden Fall über das neue Fahrrad. Mega, bin mega zufrieden, mega happy mit dem Fahrrad. Und ist natürlich irgendwie ein komisches Gefühl, dass man zwei Bikes so abgibt. Also ich kenne das ja noch gar nicht, dass man Fahrräder wieder weggibt, weil ich ja noch nicht so lange dabei bin. Der Thomas wird sich wahrscheinlich kaputt darüber lachen, weil der ständig Bikes verkauft und wieder neue und hin und her. Aber ich hänge da irgendwie so krass dran. Ich war ja auch zufrieden mit beiden Fahrrädern, so ist jetzt nicht, ne? Aber dann insgesamt drei Fahrräder pflegen und warten und hin und her ist halt auch wirklich viel mehr Arbeit. Und dann bietet tatsächlich so ein Lite-EMTB plus ein Parkbike für mich alles, was ich mir wünsche, bis jetzt zumindest. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wie ihr gesehen habt, Bikepark UE kann man wieder fahren. Ihr habt ja gefragt, dass ich euch auf dem Laufenden halte, und das, denke ich mal, habe ich mit diesem Video getan.
Und solange dann nicht wieder neuer Schnee liegt, kann man da ganz gut fahren. Achtet einfach nur darauf, dass ihr nicht über die Wege immer hin und her fahrt, wo jetzt da noch Skipiste ist, sondern guckt, wir haben außen hochgeschoben und so, dass wir da niemanden behindern und die Skifahrer sich einfach nicht gestört fühlen von uns Biker. Ich denke, dann ist das alles kein Problem. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.